Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei FES. Und ja, wir sind immer noch in der Friedhofswelt unterwegs. Oder jetzt gerade frisch in der Friedhofswelt angekommen und sterben auch gleich. Toll. Na, können wir uns gleich hier den Sarg besorgen. Den Ort finde ich etwas ungemütlich. Und das mit der Eule... Hier ist kein Stück mehr. Ah, aber da sehe ich Hilfe. Da habe ich doch gerade durch die Blitze. Komm. Genau. Plattformen gesehen. Und wir finden hier jede Menge Würfelstücke. Ach, und durch den Regen sehe ich die auch übrigens. Da, Platzschutz drauf. Sehr gut. Und der Rabe passt hier perfekt rein. So, jetzt haben wir fast schon wieder einen neuen Würfel. Haben wir hier noch? Ja, wir haben hier sogar noch ein Stück. Aber da ist noch mal eine Tür. Gehen wir erstmal da rein. Die bringt uns in den nächsten unheimlichen Bereich. Mit einer Truhe. Ui. Okay, das hier ist der größere Hub. Ein größerer Hub, der hat mehrere Abzweigungen. Und wieder ein Würfel. Nummer 28. Wollen wir gleich hier reingehen? Ja, komm, gehen wir gleich hier rein. Um zu merken, dass wir hier wieder an einem unheimlichen Ort gelandet sind. Noch mehr Einzelteilen. Und ich kann euch plätschern sehen. Ah, gibt es hier noch eine Tür? Ja, gibt's. In die sollten wir zuerst reingehen, würde ich mal sagen. Der Glitch war gerade toll. Okay, Turmbau zu Babel. Großer Würfel und ein Tor. Uah. Nein, ich will nicht klettern. Ich sagte, ich will nicht klettern. So. Komm. Das war jetzt gerade nervig. Ich habe schon wieder einen halben Würfel. Und wieder einen ganzen. So, damit sind wir schon bei 29. Ups. Das war die letzte Etage des Turms. Und hier ist die Tür zurück. Und da oben sehe ich, habe ich gerade eine Bombe gesehen. Das heißt, wir müssen hier wieder sprengen. Ja, hallo Regenplatz schon. Eigentlich finde ich das hier gar nicht mal so schlecht gemacht. Ah ja. So. Also das atmosphärisch ist es eigentlich schon mal. Auch wenn es ein bisschen unheimlich wirkt, der Friedhof. So, und dann gucken wir hier rein. Ah, da kommen wir da oben hin. Hei. Ja, schön. Da ist gleich die Treppe. Und das ist Würfel Nummer 30 schon. Okay, aber wir wollen nicht da zurück. Wir wollen einfach nur normal zurück. Durch die Tür.
So. Sparen wir uns etwas Zeit. Autsch. Runter, runter. Nein, auf der anderen Seite müssen wir runter. Hopp, 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 hopp. Und zurück in den großen Bereich hier drüben. Jetzt müssen wir gucken, dass wir noch weiter hochkommen. Die Frage ist nur, wie. Ah ja, da gibt es auf jeden Fall schon mal eine Plattform. Mit der wir hier hochkommen. Und die ist auch gleich hier, die hilft uns hier weiter hoch. Praktisch. Und noch das eine Teil. Okay, den letzten Würfel müssen wir auch aus Einzelteil zusammensetzen. Und jetzt geht's darüber. Da ist keine Tür, okay. Aua. Da habe ich aber irgendwie das Gefühl, dass da eine sein sollte. Kann ich die irgendwie... Nö. 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 Oder hier mit denen hier was anstellen. Nö. So auch nicht. So stehe ich ihm. Was zur Hölle war da ein Geist? Ja, ich sehe doch da definitiv einen Geist. Glaube niemals einem Hyperwürfel. Okay, creepy. Bon. So ist es schon besser. So, und hier hoch. Und was haben wir hier? Die letzte. Ich habe so das Gefühl, dass uns diese Karten was ganz Tolles zeigen werden. Ab. Ab. Würfel geschnappt. Ja, hoch. Einmal runterfallen. Einmal auf die unsichtbaren Würfel. Hallo, Rabe. Nur weil du es nicht siehst, bedeutet es nicht, dass es nicht da ist. Naja. Ja, ja, das ist... Damit sind die Plattform hier wahrscheinlich gemeint. So. Dann haben wir da noch eine verschlossene Türe. Ah ja. Eine verschlossene Türe, die müssen wir aber erst finden, hä? Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die direkt unter uns ist. Nein, so übernehmen wir das definitiv nicht. So schon eher. So auch nicht. Wir haben ja noch einen Schlüssel, oder? Ja, haben wir. Aua. Hier bin ich doch richtig, oder? Jo, hier müsste irgendwo noch eine verschlossene Türe sein. Ich habe ja das Gefühl, dass die... Da oben ist sie. Vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen oder so ähnlich. Ist gut, wir haben nur noch einen Schlüssel. Hoffentlich ist das die letzte verschlossene Tür in unserem Leben. Oder im Kommissleben. Hallo,
Halle der tausend Türen. Okay. Du bist D1. Oben drei Türen so, dann drei Türen so, dann zwei Türen, dann drei Türen. Nein. Nein. Das hier wird's sein, oder? Ja, da müssen wir in die unterste, genau. In die da reingehen. So, sind wir hier jetzt bei der 2. Das ist die 2. Ja, das ist die 2. Das ist richtig. Da müssen wir hier reingehen. Ist das hier jetzt die 3? Das müsste die 3 sein. Ja, das ist die 3 auch, aber das ist falsch. Hier sind wir nämlich wieder bei der 1. Aber ich bin hier die falsche Tür gegangen, oder? Bei der 2. Das ist die 1. Das ist die 2. Okay, dann versuchen wir es nochmal hier in die 1 rein. Bin ich jetzt bei der 2? Nein, bin ich eben nicht. Und das hier ist... Ist das hier die 1? Ja, das müsste die 1 sein. Hier müsste ich reingehen und müsste... hier rauskommen. Genau, das hier ist nämlich Nummer 2. 2 ist das hier nämlich... Nein. Das hier ist nicht 2. Das auch... welches ist die 2? Woran erkenne ich die 2? Die 2 hat in der mittleren Reihe... in der zweiten Reihe von unten 4 Türen. Das müsste die 2 sein. Da muss ich in die Türe rein. Und bin jetzt hier... muss ich in, als nächstes in die 3... Die 3 hat oben 3 und unten 3. Genau hier. Hier müsste ich dann rein wahrscheinlich, oder? Und als nächstes muss ich... Ja, das war die 3. Als nächstes muss ich in die 4. 4 sind 4 Dinger oben. Da nämlich... So, und da muss ich in welches? Bei der 4? In das hier. Ich kann es spüren. Ich spüre den Kosmos. Da ist auf jeden Fall schon meine Truhe. Und in der Brause saufen wir auch nicht. Hier gibt es auf jeden Fall eine Truhe. Müssen wir dafür nur weit genug schwimmen? Ja, müssen wir. Und da dürften wir auch hoffentlich hochkommen. Ja. Was haben wir hier? Du
Da ist ein altes Artefakt entdeckt. Unglaublich. Hm? Da sind die Legenden also wahr. Sie sind tatsächlich hier gewesen. Was zur Hölle? Na egal. Nichts wie raus hier. Was auch immer mir Dot damit jetzt sagen wollte. Wir haben das abgeschlossen. Hier fehlen uns noch Würfelstücke. Und hier fehlt uns noch was. Ich denke mal, da dürften wir die Würfelstücke auch zusammenkriegen, die uns noch fehlen. Hups. Dann gehen wir jetzt noch hier raus aus diesem Raum. So. Und dann würde ich sagen, gibt es hier erst einmal wieder einen Cut. Und dann gehen wir wieder hierhin zurück und decken noch das da auf. Und finden hoffentlich die letzten 5 Teile. Also, bis dann.